Hallo, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Uwe Martens. Ich bin Rechtsanwalt bei Elixir Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Heute darf ich dir einen Fall aus unserer Kanzlei schildern, der für Unternehmer wirklich eine gute Lektion erteilt und insbesondere für alle, die im Vermittlungsgeschäft tätig sind. Egal in welcher Hinsicht, achte bitte darauf, es geht jetzt um Vermittlungsgeschäfte, was hier als zentrale Botschaft am Ende hängen bleibt. Denn ich darf dir kurz den Fall mal schildern. Es ist Folgendes passiert. Der Mandant kam zu uns und erzählte, er sollte für eine niederländische Gesellschaft, für die er tätig war als Vermittler, eine Feier in einem Berliner Restaurant ausrichten lassen. Hatte also den Auftrag, sozusagen eine Feier in einem Berliner Restaurant für 100, 200 Leute ausrichten zu lassen. Er nahm Kontakt mit dem Restaurantbetreiber auf, erzählte ihm auch, ich trete für die niederländische Gesellschaft als Vermittler auf, richte das bitte aus, und das Ganze fand statt und dann kam die Rechnung des Restaurantbetreibers an den Vermittler. Soweit alles normal. Der Vermittler sagt aber, halt, ich bin es doch gar nicht, bitte nochmal umschreiben, an die niederländische Firma bitte richten. Jetzt ist aber Folgendes mit der niederländischen Firma passiert. Der Inhaber der niederländischen Firma verstarb. Kurzfristig war seine Ehefrau da noch eingesprungen, hatte dann aber, weil sie unternehmerisch völlig unerfahren war, nichts damit zu tun haben wollte, das Ganze beendet, ist in die Schweiz gezogen. Das heißt, die Firma in den Niederlanden wurde gelöscht. Und jetzt hatte der Berliner Restaurantbetreiber die Rechnung umgeschrieben, hatte aber nichts bekommen und es gab den Rückläufer nicht mehr vorhanden. Die Schwierigkeit, die jetzt entsteht, ist folgende für den Vermittler. Der Restaurantbetreiber sagt, hey, du hast den Auftrag gegeben, zahl du die Rechnung. Die niederländische Firma ist nicht mehr vorhanden, mach du das. Wo war die Schwierigkeit? Und das ist der zentrale Lernpunkt hier in diesem Bereich. Ganz einfach. Dokumentiere immer sicher, am besten schriftlich oder durch entsprechende Bestätigungen, dass du nur als Vermittler auftrittst und nicht der eigentliche Vertragspartner bist. Du kannst Angebote weiterreichen, du kannst Vertragsabsprachen treffen, soweit es für deine Vermittlertätigkeit du diese Stellvertretungsbefugnis bekommen hast. Das geht, kein Problem. Aber mach immer beweissicher, dass du nur als Vermittler auftrittst. Wenn du das nicht nach außen hin deutlich klar machst und der Restaurantbetreiber sozusagen notfalls den Vorteil hat im Rahmen der Darlegungs- und Beweislast, dass er sagt, hier, mit dem habe ich gesprochen, dann kommst du in die Schwierigkeit, dass du feststellst, upsa, ich habe ja gar nicht darauf hingewiesen, dass ich gar nicht Vertragspartner sein möchte, sondern für jemanden anderen auftrete und Vermittlertätigkeit übernehme. Achte bei allen Vertragsabschlüssen, und wenn es nur Angebot und Annahme ist, man hat ja schnell mal so ein Angebot rausgeschickt per Mail und das wurde dann von der anderen Seite angenommen per Mail und ja, bin einverstanden. Schreibe dort die wichtigsten Vertragsgrundlagen immer rein. Gerne überprüfe ich bei dir, ob deine Angebote so formuliert sind, dass du nicht in irgendwelche Haftungsgefahren reinrutscht, nicht möglicherweise fehlerhafte Vertragsparteien entstehen können und dass möglicherweise die Klauseln, die kleinen Vertragsbedingungen, das Kleingedruckte korrekt ist. Damit meine ich nicht den ganzen Rattenschwanz, sondern bereits dein fertig vorgefertigtes Formular ist schon nach der Rechtsprechung als allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen. Das sind vorformulierte Vertragsgestaltungen. Also da würde ich auch für dich einen Blick drauf werfen, dass alles safe ist und dass alles sicher ist und du keinen vertraglichen Schwierigkeiten unterlegst. Kannst mich direkt anschreiben, wenn ich da mal einen Blick reinwerfen soll, unter fragen@recht-hilfreich.de oder informiere dich unter www.recht-hilfreich.de. Also nochmal Zusammenfassung, es ist wichtig, wenn du auftrittst in einem Geschäft, wenn du für einen anderen auftrittst, mach immer deine Stellvertretungsbefugnis nach außen transparent, sag, für den mache ich es. Und die Transparenz allein genügt nicht, immer dokumentieren. So dokumentationsfest, dass es später, falls es zum Streit kommt, bewiesen werden kann. Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, das hat dir geholfen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es gefallen hat, bitte liken und teilen. Tschüss.